Herzlich willkommen zu meinem Video Rote Augen bei einem Vampir mit einem Filter entfernen. Ich beziehe mich ja hier auf GIMP und ich zeige dir in diesem zweiten von 32 Videos meines Workshops GIMP einfach erklärt, wie man eben mit GIMP mit Hilfe des Werkzeugs elliptische Auswahl und dem Filter Rote Augen diese rote Augen entfernen kann. Ich habe mir hier dieses Bild von Pixabay heruntergeladen. Wo ich das bei Pixabay mir geholt habe, könnt ihr in den Kommentaren nachlesen. Ich habe jetzt dieses Foto mit den roten Augen. Gehe hier dann zu der Lupe und vergrößere diesen Bereich. Ich könnte jetzt hineinzoomen langsam mit der linken Maustaste, aber ich ziehe dann hier einen Rechteck auf und habe dann genau diesen Bereich hier vergrößert. Gehe in den Werkzeugkasten der sogenannten elliptischen Auswahl, ziehe das hier auf. Das heißt, GIMP weiß dann, dass ich in diesem Bereich, den ich hier auswähle, etwas verändern möchte, etwas malen möchte. In dem Fall möchte ich den Filter anwenden. Gehe dann hier auf Filter, verbessern und rote Augen entfernen. Dann geht hier dieses Menü auf und ich kann hier diesen Filter einstellen. Wenn ich hier nach links gehe, beim Schwellwert, den auf 0 stelle, würde weiter die roten Augen sein. Wenn ich hier ganz nach rechts gehe, hätte ich hier beinahe schwarze Augen. Ich versuche hier eine richtige Einstellung zu finden, was mir an und für sich am besten gefällt. Klicke dann auf OK. Das schaut dann jetzt so aus und ich schaue mir das jetzt wieder aus der Entfernung an, drücke die Steuerungstaste in Lupe. Gleichzeitig mit der linken Maustaste, und so schaut das aus. Schaut recht gut aus, finde ich. Gehe wieder zu der Lupe, jetzt gehe ich zum rechten Auge, vergrößere diesen Bereich hier, wähle wieder die elliptische Auswahl, um dann diesen roten Bereich mir dann auszuwählen. Ich kann diese Auswahl ja einstellen, adjustieren, nachschärfen, Filter, verbessern, rote Augen entfernen. Ich habe eine Voreinstellung wieder. Wie gesagt, wenn ich nach rechts gehe, wird es eher schwarz. Machen wir es so. Klicke auf OK. Zoom dann wieder heraus. Schau, wie das ausschaut. Stelle es jetzt ein. Und es schaut meiner Ansicht nach perfekt aus. Gut, in diesem Video hast du jetzt gelernt, wie man rote Augen mit der elliptischen Auswahl und dem speziellen Filter bei GIMP verbessern kann. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf dich beim dritten Video.